Star Wars – Erben des Imperiums Zweiter Teil. Bepfesh erreicht. Der Doppelplanet liegt in Reichweite der Geschütze, Captain. Startfreigabe für alle Jäger. Irgendeine Reaktion? Abfangiger starten vom dritten Mond. Noch keine größeren Einheiten in Sicht. Lokalisieren Sie diese Jägerbasis. Die Gnadenlos soll sie ansteuern und zerstören. Jawohl, Sir. Kurs auf den entfernteren der Zwillingsplaneten. Abschirmung durch die Teichjäger. Die Judikator übernimmt den anderen Planeten. Irgendwelche Anweisungen, Admiral? Wir gehen weiter nach Plan vor, Captain. Unsere Daten scheinen richtig gewesen zu sein. Übernehmen Sie die Auswahl der Ziele. Weisen Sie Ihre Kanoniere noch einmal an, dass wir nur hier sind, um den Feind einzuschüchtern und nicht um ihn auszulöschen. Jawohl, Admiral. Meister Sabayov, was ist mit den Angriffen auf die beiden anderen Systeme? Sie machen Fortschritte. Ist mit Ihnen alles in Ordnung, Meister Sabayoth? Sie sehen erschöpft aus. Ihre Besorgnis ist überflüssig. Er macht das, was ihm am besten gefällt. Menschen kontrollieren. Ich habe Ihnen schon einmal erklärt, Großadmiral Throng, dass das nicht die wahre Macht ist. Können Sie mir sagen, auf welche Art von Widerstand Sie stoßen? Nicht genau. Aber keiner der Flottenverbände ist in Gefahr. So viel kann ich Ihren Gedanken entnehmen. Gut, dann weisen Sie die Nemesis an, abzudrehen und am Rendezvouspunkt auf uns zu warten. Sir? Kümmern Sie sich um Ihre Aufgaben, Captain. Jawohl, Admiral. Planetare Ziele anvisiert. Feuer! Sir, Sie eröffnen das Feuer auf uns! Raus hier! Bringt euch in Sicherheit! Kommunikationsstation getroffen. Planetare Industriezentren getroffen. Teiljäger treffen auf Abfangjäger. Die Sturmfalke soll den Angriff auf die orbitale Verteidigungsplattform starten. Jawohl, Sir. Orbitale Verteidigungsplattform zerstört. Verluste? 3 Teiljäger. Leichte Beschädigung bei der Totenkopf und der Judikator. Feindverluste? 8 Kreuzer und 18 Jäger. Ausgezeichnet. Wir haben den Standort Ihres Notrufsenders ermittelt, Admiral. Geschwader 4 soll ihn zerstören. Abgelehnt. Bevor Ihre Verstärkung eintrifft, sind wir längst wieder fort. Die Rebellion soll ihre Ressourcen ruhig für sinnlose Rettungsaktionen verschwenden. Ich glaube sogar, dass es an der Zeit ist, das System zu verlassen. Die Jäger sollen zu ihren Schiffen zurückkehren. Sobald die Jäger in den Hangars sind, alle Schiffe auf Lichtgeschwindigkeit. Jawohl, Sir. Rückzug. Wir ziehen uns zurück. Die beiden anderen Flottenverbände sollen ihre Angriffe ebenfalls einstellen, Meister Sabayoth. Ich nehme an, Sie sind in der Lage, Ihnen diesen Befehl zu übermitteln, oder? Sie fragen mich zu viel, Großadmiral Thrawn. Viel zu viel. Ich frage nur das, was ich nicht weiß. Sie sollen zum Rendezvouspunkt zurückkehren. Sagen Sie ihnen das. Wie Sie befehlen. Sir, mir ist klar, dass dies auch ein Test von Sabayoth Fähigkeiten ist, aber... Er muss lernen, wer hier den Befehl hat. Jawohl, Sir. Gut. Hat man inzwischen weitere dieser Minenmaulwürfe aufgespürt, die ich angefordert habe? Nein, Sir. Zumindest nicht in ausreichender Menge. Ich halte immer noch das Atega-System für das lohnendste Ziel. Atega? Ja. Vorausgesetzt, wir finden eine Möglichkeit, uns vor der extremen Sonnenstrahlung zu schützen. Das ist ein minimales Problem. Falls der Sprung mit der entsprechenden Präzision erfolgt, wird die Judikator dem direkten Sonnenlicht nur für einige Minuten ausgesetzt sein. Wir brauchen nur ein paar Tage, um die Sichtluken abzuschirmen und die externen Sensor- und Kommunikationssysteme abzumontieren. Großadmiral Thrawn? Ja, Meister Sabayoth? Wo sind meine Jedi? Sie haben mir versprochen, dass Ihre zahmen Nogri mir meine Jedi bringen. Geduld, Meister Sabayoth. Die Vorbereitungen kosteten Zeit, sind aber inzwischen abgeschlossen. Sie warten jetzt nur noch auf den günstigsten Moment zum Zuschlagen. Dieser Moment sollte bald kommen. Ich bin des Wartens überdrüssig. Das sind wir alle. Die scheinen den Angriff auf Bipfesh zu beenden. Sehen Sie nur, sie verlassen das System. Wie? Jetzt schon? Einer der Sternzerstörer hat soeben den Sprung in die Lichtgeschwindigkeit gemacht. Die anderen ziehen sich zurück und treffen die Sprungvorbereitungen. Interessant. Ein Blitzangriff. Und das mit Sternzerstörern. So etwas sieht man nicht alle Tage. Ich habe gehört, dass es so etwas schon vor ein paar Monaten im Jor-Ki-System gegeben hat. Allerdings war an diesem Blitzangriff nur ein Sternzerstörer beteiligt.
Ich gehe jede Wette ein, dass Großadmiral Thrawn hinter dieser neuen imperialen Strategie steckt. Trotzdem ist es merkwürdig. Im Vergleich zu den Vorteilen, die sie ihm bringt, ist das Risiko extrem groß. Ich möchte nur wissen, was er sich wirklich davon verspricht. Es ist mit Sicherheit etwas Hochkompliziertes. Thrawn war nie ein Freund einfacher Lösungen. Selbst damals, als das Imperium noch Stil und Raffinesse zeigte, war er allen anderen überlegen. Sie scheinen einiges über den Großadmiral zu wissen. Ich weiß eine Menge über viele Dinge. Deshalb haben Sie mich schließlich zu Ihrer Stellvertreterin gemacht, nicht wahr? Touché. Da verschwindet das nächste Schiff. Sollen wir beschleunigen? Es dauert nicht mehr lange, dann sind alle fort. Oh, die Verspätung spielt keine Rolle. Ich dachte, wenn wir schon in der Nähe sind, wäre es interessant, die Schlacht zu verfolgen. Wie meinen Sie das? Die Verspätung spielt keine Rolle. Wir werden erwartet. Unglücklicherweise wartet man in diesem System auch auf eine Entlastungsflotte der Neuen Republik. Das ist nicht gerade die ideale Situation, wenn man eine Ladung Schmuggelware an Bord hat. Warum sollte die Republik eine Flotte schicken? Sie wird ohnehin zu spät kommen. Schon, aber darum geht es nicht. Es geht darum, durch eine Machtdemonstration bei den Planetenbewohnern den Eindruck zu erwecken, dass sich so etwas niemals wiederholen wird. Außerdem wird man ihnen bei den Aufräumungsarbeiten helfen wollen. Richtig, Lecton. Es wäre ein Fehler, den Planeten jetzt anzufliegen. Wir schicken Ihnen von unserer nächsten Station eine Nachricht, dass wir in einer Woche einen neuen Versuch machen werden. Mir gefällt das nicht. Wir haben es Ihnen versprochen. Ich bin sicher, dass Sie eine verspätete Lieferung dem Verlust der ganzen Ladung vorziehen. Wie Sie meinen. Ich möchte zu gern wissen, ob Skywalker die Flotte der Neuen Republik begleiten wird. Bitte? Was? Ach, es ist nichts. Ich habe nur laut gedacht. Sind Sie bereit? Ja. Ach, Mist. Du hast die Macht noch nicht unter Kontrolle. Ich kontrolliere sie so gut ich kann. Ich beherrsche einfach noch nicht die richtige Technik. Aber vielleicht bin ich auch für diese Art Kampf nicht geschaffen. Du kannst es lernen. Ich habe es gelernt und ich hatte nicht, wie du, den Vorteil, bereits in Selbstverteidigungstechniken ausgebildet zu sein. Vielleicht ist das Problem. Vielleicht sind mir diese alten Kampfreflexe im Weg. Das ist möglich. In diesem Fall solltest du sie so schnell wie möglich wieder verlernen. Gut, bist du bereit? Das ist Han. Herein. Hi, wie kommt ihr mit dem Training voran? Frag bloß nicht. Was ist los? Ach, die Imperialen. Sie haben soeben Blitzangriffe auf drei Systeme im Sluis-Sektor durchgeführt. Auf einen Planeten namens Bypfash und zwei Welten, deren Namen völlig unaussprechlich sind. Drei auf einmal? Seltsam. Sie haben irgendetwas vor, Han. Ich fühle es. Etwas Großes, etwas Gefährliches. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was es ist. Tja, Akbar ist der gleichen Meinung. Leider hat er keine Beweise dafür. Das Imperium belästigt uns schon seit anderthalb Jahren mit dieser Nadelstichtaktik. Nur der Stil hat sich geändert. Wie groß sind die Schäden? Nicht so schlimm, wie man befürchten könnte. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie jedes Ziel mit 4 Sternzerstörern angegriffen haben. Aber alle drei Systeme sind ziemlich geschockt. Das kann ich mir vorstellen. Lass mich raten. Mon Mothma will, dass ich hinfliege und ihnen versichere, dass die neue Republik willens und in der Lage ist, für ihren Schutz zu sorgen. Wie hast du das nur erraten? Chewie macht bereits den Falkenstart klar. Ihr werdet doch nicht allein fliegen, oder? Oh, keine Sorge, wir sind diesmal auf alles vorbereitet. Ein aus 20 Schiffen bestehender Konvoi und Wedge-Sondergeschwader begleiten uns. Wir sind sicher. Das haben wir auch bei unserem Flug nach Bimisari gesagt. Ich komme besser mit. Nun, um offen zu sein, das ist nicht möglich. Warum? Weil die Bepfeschi keine Jedi mögen. Einige ihrer Jedi sind während der Klonkriege durchgedreht und haben eine Menge Unheil angerichtet, bevor sie ausgeschaltet werden konnten. Zumindest hat Mon Mothma das erzählt. Es stimmt. Das Fiasko war auch nicht auf Bypfash beschränkt. Einige dieser dunklen Jedi sind entkommen und haben im ganzen Sluis-Sektor gewütet. Einer ist sogar bis nach Dagobah gelangt, ehe er gefangen wurde. Dagobah? Wann war das? Vor 30 oder 35 Jahren. Warum? Nur so. Hört mal, das können wir ja alles später besprechen. Je früher wir aufbrechen, desto schneller haben wir es hinter uns. Stimmt. Ich muss meine Reisetasche holen und Winter einige Anweisungen geben. Wir treffen uns auf dem Schiff. Mir gefällt das nicht. Mach dir keine Sorgen. Ihr wird schon nichts passieren. Ich weiß, wie besorgt du in der letzten Zeit um sie bist, aber es wird Zeit, dass sie aus dem Schatten ihres Bruders tritt.
Wenn du ihr helfen willst, dann mach weiter mit dem, was du angefangen hast. Mach aus ihr eine Jedi und sie wird allein mit den Imperialen fertig werden. Hoffentlich. Wir sehen uns nach unserer Rückkehr. Sei vorsichtig. Hey, ich mach das schon. Dagobah. Die Höhle und dein Versagen bei der Höhle. Hier ist Luke Skywalker. Ich möchte, dass mein X-Flügler in einer Stunde startklar ist. Von dem Kraftwerk sind nur noch Trümmer übrig. Der ganze Krater ist voll davon. Wie viele Tote hat der Angriff gefordert, Wedge? In diesem System ein paar hundert. Eigentlich ein Wunder. Das ist wirklich ein Wunder. Vor allem, wenn man bedenkt, dass 4 Sternzerstörer von dort oben Tod und Vernichtung haben regnen lassen. In Anbetracht dessen sind die Schäden nicht so groß, wie man es eigentlich erwarten sollte. Ich frage mich, warum? Das fragen sich alle. Das ist die zweithäufigste Frage, die in diesen Tagen gestellt wird. Und die häufigste? Lassen Sie mich raten. Warum hat man Bipfesh überhaupt als Ziel ausgesucht? Genau so ist es. Schließlich gibt es eine ganze Reihe besserer Ziele. Die Werften von Sluis Vaan beispielsweise sind nur etwa 30 Lichtjahre entfernt. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt befinden sich dort 100 Schiffe, von den Werftkapazitäten ganz zu schweigen. Und in einem Umkreis von 100 Lichtjahren liegen 4 oder 5 wichtige Handelsknotenpunkte. Ein Sternzerstörer kann sie binnen eines Tages erreichen. Warum also Bipfesh? Sluis Vaan ist sehr gut geschützt. Angesichts unserer Sternzerstörer und der permanenten Kampfstationen der Sluisis wird es sich jeder imperiale Führer mit etwas Verstand zweimal überlegen, ob er einen Angriff riskieren soll. Und diese anderen Systeme liegen alle tiefer im Machtbereich der Neuen Republik als Bipfesh. Vielleicht wollten sie ihr Glück nicht zu sehr strapazieren. Obwohl sie ihr neues Kommunikationssystem unter Kampfbedingungen getestet haben? Wir wissen nicht, ob sie wirklich ein neues System haben. Es hat schon früher koordinierte Sturmangriffe gegeben. Nein, sie haben etwas Neues. Irgendeine Art Verstärker, mit dem sie Hyperfunksignale durch Deflektorschilde und Schlachttrümmer übertragen können. Ich glaube nicht, dass es sich um einen Verstärker handelt. In keinem der 3 Systeme wurden irgendwelche Signale aufgefangen. Bist du okay? Ich musste nur daran denken, wie Darth Vader uns auf Bespin gefoltert hat. Luke wusste es sofort, obwohl er weit von uns entfernt war. Und es gab Gerüchte, dass auch der Imperator und Vader über diese Fähigkeit verfügten. Ja, aber sie sind beide tot. Luke hat es bestätigt. Aber was ist, wenn die Imperialen einen anderen dunklen Jedi gefunden haben? Sie sprechen über Sabayoth? Über wen? Joris Sabayoth. Ich dachte, sie hätten sich über Jedi unterhalten. Das stimmt. Wer ist Joris Sabayoth? Er war in der präimperialen Zeit einer der größten Jedi-Meister. Angeblich ist er vor Beginn der Klonkriege verschwunden. Vor ein paar Tagen habe ich gerüchteweise gehört, dass er wieder aufgetaucht ist und auf einer abgelegenen Welt namens Yomark sein Unwesen treibt. Und während der Rebellion hat er einfach da gesessen und Däumchen gedreht, was? Ich sage nur, was ich gehört habe, General. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Wir können Luke fragen. Vielleicht weiß er etwas. Sind wir hier fertig? Sicher. Die Gleiter warten dort drüben. Han, Wedge, duck euch! In Deckung! Ja. Leia, hierher! Hinter die Metallplatte! Ich fürchte, wir stecken in Schwierigkeiten. Das fürchte ich auch. Sie stören unseren Funkverkehr. Sie haben dazugelernt. Klingt so, als wären Sie diesen Burschen schon mal über den Weg gelaufen. Ja, wir kennen sie. Die waren schon auf Mimisari hinter uns her. Obwohl wir immer noch nicht wissen, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Han! Ich höre es. Chewie! Was? Das Heulen stammt vom Falken. Und da kommt er schon. Er landet zwischen uns und den Wesen. Hervorragend. Okay. Ich gehe zuerst und gebe euch von der Rampe aus Deckung. Leia, du kommst als Nächste. Wedge, sie bilden das Schlusslicht. Beeilt euch. Vielleicht versuchen sie es von der Seite. Verstanden. Warte. Irgendetwas stimmt nicht. Richtig. Man schießt auf uns. Ich meine es ernst. Irgendetwas stimmt nicht. Und zwar? Es ist Chewie. Ich kann ihn nicht auf dem Schiff spüren. Wahrscheinlich ist er nur zu weit entfernt. Die Blasterkanone an der Unterseite. Warum setzt er sie nicht ein? Moment mal. Das ist nicht der Falke. Was? Es ist eine Falle. Ich kann es einfach nicht fassen. Diese Burschen haben tatsächlich irgendwo einen anderen flugfähigen YT-1300-Frachter aufgetrieben. Junge, die müssen wirklich mit vollem Einsatz hinter ihnen her sein. Ja,
Und sobald sie erkennen, dass wir ihnen nicht in die Falle gehen, wird die Sache wahrscheinlich noch schlimmer. Gibt es denn keine Möglichkeit, dieses Schiff auszuschalten? Es gibt viele Möglichkeiten. Die Außenpanzerung ist nicht sehr dick, aber mit unseren Handblastern können wir sie nicht durchdringen. Was ist mit meinem Lichtschwert? In Ordnung, aber ich übernehme das. Nein, wir alle gehen. Wir wissen, dass sie zumindest einen von uns lebend haben wollen, sonst hätten sie uns längst ausgeräuchert. Wenn wir alle zusammengehen, werden sie nicht wagen, auf uns zu schießen. Wir nähern uns direkt dem Schiff, als wollten wir an Bord gehen. Teilen uns im letzten Moment und ducken uns hinter die Rampe. Wedge und ich können sie mit den Blastern in Schach halten, während du das Schiff mit dem Lichtschwert flugunfähig machst. Ich schätze, sie hat recht, aber wir sollten uns beeilen. Okay, gib mir das Lichtschwert. Und jetzt, los! Achtung! Und jetzt zur Seite! Hinter die Rampe, Wedge! Achtung, die feuern aus der Luke! Ja. Ich hab's gleich! Ich... Halt! Nichts passiert! Zur Seite, los! Weiter, auf den Boden! Das ganze Schiff hat einen Satz gemacht. Die Gassäule haben... Was hast du gemacht? Die Kühlungsrohre zum Hauptantrieb gekappt. Und schon schießt das Hochdruckgas hinaus. Ich dachte, Kühlgase wären giftig. Das sind sie auch. Aber sie sind leichter als Luft. Wie du siehst, schießt die Gassäule in den Himmel, sodass wir hier unten keine Probleme bekommen. Im Schiff sieht die Sache ganz anders aus. Hoffe ich. Sie haben aufgehört zu schießen. Du hast recht. Und zwar nicht nur die im Schiff. Ich möchte zu gern wissen, was sie vorhaben. Das, meine Süße, war eine Rettungskapsel. Wahrscheinlich für den Einsatz in der Atmosphäre modifiziert. Ich habe gar nicht gewusst, wie laut diese Dinger sind. Normalerweise werden sie auch im Vakuum abgeschossen. Komm, ich helfe dir auf. Und was jetzt? Jetzt warten wir auf unsere Eskorte und verschwinden. Unsere Eskorte? Welche? Das sind unsere. Sie haben bestimmt die Kühlgassäule gesehen. Du hast das absichtlich gemacht, stimmt's? Tja, warum sollte ich ein Schiff nur manövrierunfähig machen, wenn ich gleichzeitig auch ein Notsignal senden kann? Weißt du, manchmal übertreffe ich mich immer noch selbst. Halt dich fest, R2. Wir setzen zur Landung an. Arbeiten die Scanner alle einwandfrei? Gut. Ich weiß nicht, warum die Sensoren bei unserem ersten Besuch auf Dagobah versagt haben. Vielleicht hatte Yoda die Instrumente blockiert, um mich zu dem gewünschten Landeplatz zu manövrieren. Gut, R2. Ich behalte die Instrumente im Auge. R2, suche mir einen sicheren Landeplatz, ja? Danke. Ich gehe zum Landeanflug über. Siehst du, wir hatten keinerlei Probleme. Dieser Ort ruft viele Erinnerungen wach, was? Dieser Geruch. Der Sumpf. Das Training. Die Höhle. Nein, ich glaube nicht, dass wir in Gefahr sind. Ich verstehe nur nicht, warum wir ausgerechnet hier gelandet sind. Keine 50 Meter entfernt von diesem Baum. Jeder Ort dort, von der dunklen Seite der Macht, ist mir erfüllt. Ja, R2. Ich werde mich zuerst in Yodas Haus umsehen. Es ist nicht sehr weit. Ja, von mir aus kannst du mitkommen. Vielleicht hat Yoda etwas hinterlassen, das uns nützlich sein könnte. Das Haus müsste in dieser Richtung liegen. Gehen wir. Ich kann Ihnen versichern, Captain Solo, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun werden, um diese Sache aufzuklären. Das haben Sie vor 4 Tagen auch gesagt. Kommen Sie, so viele Leute können doch von unserer Reise nach Bipfesh nicht gewusst haben. Es wird Sie vielleicht überraschen, aber alle Ratsmitglieder, Ihre Mitarbeiter, die Wartungsmannschaften im Hafen und das Sicherheits- und Verwaltungspersonal zusammengerechnet, kommen wir auf rund 200 Leute, die über Ihre Mission informiert waren. Sie alle zu überprüfen, kostet Zeit. Großartig. Und was sollen wir in der Zwischenzeit tun? Sie haben Ihre Eskorte. Die hatten wir vor 4 Tagen auch. Es hat uns nicht viel genutzt.
Unter den gegebenen Umständen wäre es wahrscheinlich das Beste, wenn Sie die Rätin Organa Solo hierher zurückbringen würden, wo sie geschützt werden kann. Liebend gerne. Die Frage ist nur, ob sie auf Coruscant wirklich sicherer ist als hier. Mir gefällt Ihr Tonfall nicht, Captain. Mir gefällt er auch nicht, Admiral. Seien wir realistisch. Wenn die Imperialen Informationen aus dem Palast bekommen, dann doch nur, weil sie dort ihre Agenten sitzen haben. Ich halte das für äußerst unwahrscheinlich. Die Sicherheitsvorkehrungen, die ich auf Coruscant getroffen habe, werden jeden Anschlag der Imperialen im Einsatz unterbinden. Davon bin ich überzeugt, Admiral. Ich meinte nur... Wir werden Sie benachrichtigen, sobald weitere Informationen vorliegen, Captain. Bis dahin tun Sie das, was Sie für nötig halten. Coruscant, Ende. In Ordnung. Bipfesh, Ende. Han, war das Akbar? Es war kein besonders angenehmes Gespräch. Ich habe es geschafft, ihm auf die Zehen zu treten und er schaltete beleidigt ab. Typisch Akbar. Du kannst fantastisch mit Leuten umgehen. Diesmal war es nicht meine Schuld. Ich habe lediglich angedeutet, dass sein Sicherheitsdienst möglicherweise nicht in der Lage ist, diese Burschen vom imperialen Palast fernzuhalten. Er hat überreagiert. Ich weiß. Akbar ist zwar ein militärisches Genie, aber er hat nicht das Zeug zu einem guten Politiker. Und dann noch Failias ständige Einmischungsversuche. Er wird immer empfindlicher, wenn es um seine Kompetenzen geht. Nun ja, wenn er Failias Einfluss auf das Militär begrenzen will, dann lädt er den Blaster von der falschen Seite. Die Hälfte des Offizierskorps ist sowieso schon davon überzeugt, dass Failia der bessere Mann ist. Unglücklicherweise stellt er es oft genug unter Beweis. Charisma und Ehrgeiz. Eine gefährliche Kombination. Was meinst du mit gefährlich? Es ist nur ein Gefühl. Das Gefühl, dass es Failia um mehr als nur um Akbars Posten als Oberkommandierender geht. Vielleicht sollten wir uns an irgendeinem Ort verkriechen, wo niemand nach dir suchen wird. Und dann? Nun, einfach eine Weile dort bleiben. Du weißt, dass ich das nicht kann. Aber du solltest ja endlich einmal Zeit für dich nehmen. Von den Zwillingen ganz zu schweigen. Das ist nicht fair. Ach nein? Ich kann es einfach nicht. Es passieren zu viele Dinge, über die ich informiert sein muss, als dass ich mich irgendwo verkriechen kann. Nun, wenn du auf dem Laufenden bleiben musst, warum fliegen wir dann nicht zu einer Welt mit einer diplomatischen Vertretung, von der aus du mit Coruscant in Verbindung bleiben kannst? Und wie können wir sicher sein, dass uns der Botschafter nicht verrät? Ich kann einfach nicht glauben, was ich da soeben gesagt habe. Als wären wir wieder die Rebellion und nicht die legale Regierung. Wer sagt denn, dass der Botschafter Bescheid wissen muss? Wir haben auf dem Falken einen Empfänger, mit dem wir den diplomatischen Funkverkehr abhören können. Nur wenn wir den Chiffriercode der Vertretung kennen und ihnen unseren Empfänger eingeben können, was vielleicht nicht möglich ist. Die Chiffriercodes der neuen Republik sind nicht zu knacken. Ich hasse es, dir deine Illusionen zu rauben, Süße. Aber es gibt Hacker, die essen die Chiffriercodes der Regierung zum Frühstück. Wir müssen nur einen davon finden. Antilles, hier ist Solo. Hören Sie mich? Ja, General. Wir verlassen Bipfesh, aber das ist noch nicht offiziell. Informieren Sie den Rest der Delegation erst nach unserem Abflug. Ich verstehe. Brauchen Sie eine Eskorte oder wollen Sie lieber unbemerkt verschwinden? Ich habe ein paar Leute, die für mich bis zum anderen Ende der Galaxis gehen würden. Danke, aber wir möchten nicht, dass sich der Rest der Delegation ungeschützt fühlt. Wie Sie meinen. Ich kümmere mich schon um alles. Wir sehen uns auf Coruscant. Okay. Hoffentlich. Chewie, sind wir startbereit? Okay. Sorg dafür, dass alles festgezurrt ist und komm dann herauf. Darf ich erfahren, wohin wir fliegen? Das habe ich dir bereits gesagt. Wir müssen jemand mit Hackerverbindungen finden. Du meinst doch nicht etwa Lando? Wen sonst? Ein rechtschaffener Bürger, ehemaliger Kriegsheld und ehrlicher Geschäftsmann wie er, muss einfach Verbindungen zu kriminellen Hackern haben. Warum habe ich plötzlich nur ein so ungutes Gefühl bei der Sache? Ja, R2. Von Yodas Haus sind nur noch Trümmer übrig. Es ist mir nie in den Sinn gekommen, was nach 5 Jahren in den Sümpfen aus dem Haus werden würde. Naja, ich dachte, Yoda hätte irgendwelche Bänder oder Bücher hinterlassen. Irgendetwas, aus dem ich mehr über die Trainingsmethoden der Jedi erfahren könnte. Scheint nicht mehr viel übrig zu sein, was? Nein. Ich glaube auch nicht, dass wir hier etwas Nützliches finden werden. R2, sieh dich mal nach elektronischen Teilen um, ja? Ich habe zwar nie erlebt, dass er technische Geräte benutzt hat, aber... Du hast etwas gefunden? Dort drüben? Nicht hier? Okay, geh du voran. In der Höhle?
Bist du sicher? Dann wird es nicht Meister Yoda gehört haben. Vielleicht dem dunklen Jedi, den Leia erwähnt hat. Nein, du bleibst hier, R2. Ich komme so schnell wie möglich wieder zurück. Diese Kälte. R2, hast du mich in der Ordnung? Okay, gib mir Bescheid, wenn ich in der Nähe des Objekts bin. Hier war es. Hier habe ich gegen ihn gekämpft. R2, bist du noch da? Wie weit muss ich noch... Nein! Satura See! Salak. R2, mein Laserschwert, aber... Nein, ich mache dieses Spiel nicht mit. Ich habe mich dieser Krise bereits gestellt und sie gemeistert! Ich muss springen. Kurs, Junge! Mein Laserschwert! R2 hat es in die Luft geschossen. Ich greife mit der Macht danach. Moment! Nein! Nicht da lang! Wer ist das? Ihr Gesicht? Ich kann es nicht... Damit seid ihr zum Tode verurteilt. Nein! Du und deine Freunde! Nein! Es ist alles in Ordnung, R2. Empfängst du noch immer das elektronische Signal? Okay. Hier? Hier ist viel Schlamm. Mal sehen. Da, ich habe es. Ein kleiner, flacher Zylinder mit ein paar Tasten. Deiner Inschrift. Das ist alles? Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht kannst du es identifizieren. Ich bin gleich bei dir. Mach die Maschine startbereit. Es hat sowieso keinen Zweck, länger hier zu bleiben. Lando? Ich kann mich nicht erinnern, Lando je mit so etwas gesehen zu haben. Ja, ich weiß, dass ich damals sehr beschäftigt war. Eine neue Hand zu bekommen, ist schließlich keine Sache eines Augenblicks. Wir ändern unsere Pläne, R2. Wir machen einen Abstecher ins Artega-System und besuchen Lando. Vielleicht kann er uns sagen, was es mit diesem Zylinder auf sich hat. Nein, hören Sie, ich habe kein Transitvisum für Niklon. Ich bin auch nicht hier, um Geschäfte zu machen. Ich will nur eins, ich möchte zu Lando Calrissian. Wolltest du was sagen? Nein. Ich musste nur an früher denken. Verstehe. Hören Sie, setzen Sie sich doch einfach mit Lando in Verbindung. Sagen Sie ihm, dass ein alter Freund hier ist, der mit ihm eine Runde Sabak spielen und ihn bis aufs Hemd ausnehmen will. Lando weiß dann Bescheid. Wir wollen was? Vielleicht gibt es hier Spione der Imperialen. Dann wäre es nicht sehr klug, im ganzen Artega-System zu verbreiten, wer wir sind. Ja, dann nähert sich was Großes von Achtern. Unidentifiziertes Schiff. General Calrissian hat Ihnen eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Ihre Eskorte ist bereits unterwegs. Bleiben Sie auf Ihrer Position, bis sie eintrifft. Verstanden. Eskorte? Niklon ist ein super heißer Planet. So nah an der Sonne, dass jedes normale Schiff zu schmelzen beginnt, wenn es sich ihm nähert. Deshalb die Eskorte. Ein Schildschiff. Gewaltig, was? Wie ein monströser Regenschirm. Im Durchmesser halb so groß wie ein Sternzerstörer. Unidentifiziertes Schiff. Hier ist Schildschiff 9. Bereit zum Andocken. Senden Sie bitte Ihren Schleppcode. Von wegen. Schildschiff 9. Wir haben keinen Schleppcode. Geben Sie mir einfach Ihren Kurs und wir folgen Ihnen. Ganz wie Sie wollen. Chewie, hat er seine Triebwerke inzwischen aktiviert? Was ist los? Ich weiß es nicht, aber es gefällt mir nicht. Schildschiff 9. Was hat die Verzögerung zu bedeuten? Kein Grund zur Sorge, unidentifiziertes Schiff. Ein weiteres Schiff ohne Schleppcode ist im Anflug. Wir warten und ich bringe Sie dann beide rein. Haben Sie das andere Schiff identifiziert? Hey, Freund, wir haben noch nicht mal Sie identifiziert. Hast du das fremde Schiff in der Ortung? Chewie, übernimm du. Ich gehe in den Geschützstand. Han, da!
Ein X-Flügler mit den Hoheitszeichen der Republik. Hallo, Fremde. Schön, euch zu sehen. Das ist Luke. Hallo. Was treibst du denn hier? Ich will Lando besuchen. Tut mir leid, wenn ich euch einen Schrecken eingejagt habe. Als man mir sagte, dass ein unidentifiziertes Schiff im System ist, dachte ich an eine Falle. Aha. Leia, kannst du feststellen, ob wirklich Luke in dem Jäger sitzt? Ich bin mir fast hundertprozentig sicher. Fast hundertprozentig genügt nicht, Süße. Oh, ich es vergesse. Hier ist noch jemand, der euch Hallo sagen möchte. 3PO, komm doch mal her. Sie haben mich gerufen, Eure Hoheit. Hier, hör mal. R2, bist du es? Ich weiß wirklich nicht, wo du sonst sein könntest. Nach allen bisherigen Erfahrungen hättest du dich allerdings in eine erschreckende Vielzahl von Schwierigkeiten bringen können. Insbesondere, da ich nicht in der Nähe war, um dir mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Das hast du schon immer behauptet. Ich nehme an, du hast ein Recht auf deine Illusionen. Zufrieden? Voll und ganz. Erst Bespin und jetzt Niklon. Hat es je eine Zeit gegeben, wo Lando nicht in irgendwelche verrückten Pläne verwickelt war? Nicht sehr oft, obwohl er auf Bespin zumindest mit einer bewährten Technologie gearbeitet hat. Die Wolkenstadt war schon jahrelang in Betrieb, bevor er sie übernahm. Aber hier, bei dem Bergwerk, mussten sie ganz von vorn anfangen. Ist das die Stadt? Da? Die Lichter? Dafür sind es zu wenige. Wahrscheinlich sind das nur ein paar Minenmaulwürfe. Lando soll mindestens 100 davon im Einsatz haben. Meinst du damit die Asteroidenschiffe, die wir ihm von Stonehill Industries besorgt haben? Nein. Die Minenmaulwürfe sind zweisitzige Maschinen, die wie Kegel mit abgeschnittener Spitze aussehen. An der Unterseite ist rund um den Ausstieg ein Kranz von Plasmatriebwerksdüsen angebracht, die gleichzeitig auch als Bohrer dienen. Man landet da, wo man graben will, fährt für eine oder zwei Minuten die Triebwerke hoch, um das Erdreich zu zerkleinern, steigt aus und sammelt die Stücke ein. Wie ist Lando an Sie rangekommen? Das möchte ich lieber nicht wissen. Unidentifizierte Schiffe, hier ist Nomad City Control. Sie haben Landeerlaubnis für die Plattformen 5 und 6. Folgen Sie dem Leitstrahl. Verstanden. Ich glaube, ich sehe die Stadt. Sie... Das gibt es doch nicht. Beeindruckend, was? Unidentifiziertes Schiff, willkommen in Nomad City. Wie war das noch mit dieser Runde Sabak? Hallo Lando, wir haben gerade über dich gesprochen. Darauf wette ich. Wahrscheinlich habt ihr über meine Geschäfte gelästert. Ein beeindruckender Ort, Lando. Warte, bis du im Inneren bist. Es wurde auch Zeit, dass ihr mich mal besuchen kommt. Sind Leia und Chewie bei dir? Wir sind alle da. Hör mal, ich bin im Moment im Zentralprojekt und überwache eine schwierige Grabung. Ich lasse euch von der Landeplattform abholen und zu mir bringen. Denkt daran, Niklon ist ein atmosphäreloser Planet. Öffnet die Luke erst, wenn der Versorgungsschlauch angekoppelt ist. Und du sorgst dafür, dass unser Empfangskomitee aus vertrauenswürdigen Leuten besteht. Oh, heißt das etwa? Was ist das? Ein Störsender. Chewie, wir sind in Schwierigkeiten. Geh an den Scanner, Leia. Vielleicht bekommen wir Besuch. Was hast du vor? Ich versuche, eine freie Frequenz zu finden. Festhalten! Mal sehen. Wiederhole. Wenn mich irgendein Schiff hören kann, bitte bestätigen. Lando, ich bin es. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Das Muster scheint nicht zu... Was ist? Ein imperialer Störsender. Er nähert sich mit hoher Geschwindigkeit dem Planetenschatten. Ein Sternzerstörer. Sie haben uns gefunden. Ich weiß, R2, ich weiß. Kümmere du dich um diese Störung. Danke, R2. Hahn? Hier. Der Sternzerstörer ist wahrscheinlich hilflos. Seine Sensoren und vielleicht sogar ein Teil seiner Panzerung müssten in diesem Moment verdampfen. Aber sobald er in den Planetenschatten eintritt, können jede Menge TIE-Jäger starten. Die sind in ihren Hangars geschützt. Verfügt Lando über irgendwelche Jäger? Er kratzt alles zusammen, was er hat. Aber er braucht sie, um seinen Komplex zu schützen. Und ich fürchte, die Piloten sind nicht besonders erfahren. Dann müssen wir wohl den Angriff übernehmen. Ich setze mich an die Spitze und versuche, sie zu verwirren. Dann kommst du und machst sie fertig. Klingt nach der besten Idee, die wir derzeit kriegen können. Bleib dicht am Boden. Mit ein wenig Glück gelingt es uns vielleicht, ein paar von ihnen gegen die Hügelketten zu locken. Meine erste Raumschlacht als voll ausgebildeter Jedi. Achtung, sie kommen! Wahrscheinlich nur ein einziges Geschwader. Sie sind sich zu sicher. Was sind das für andere Schiffe? Ich weiß es nicht. Aber sie sind ganz schön groß. Könnten Truppentransporter sein. Du solltest Lando warnen. Leia übernimmt das. Es geht los. Dich habe ich. Guter Schuss, Hahn. Luke. Ben? Du wirst zu mir kommen, Luke. Nein, das ist nicht Ben. Du musst zu mir kommen. Ich werde auf dich warten.
Wer bist du? Wo bist du? Du wirst mich finden. Du wirst mich finden. Und die Jedi werden sich zur Allgröße erheben. Warte! Warte! Luke? Luke, ist alles in Ordnung? Sicher. Mir geht es gut. Was ist los? Was ist los mit dir? Willst du sie bis nach Hause jagen? Hä? Wo sind die TIE-Jäger? Ist alles vorbei? Wir haben zwei von ihnen abgeschossen, ehe sich die anderen zurückzogen. Was ist mit den Truppentransportern? Sind mit den Jägern geflohen. R2, überprüf mal die Zeitanzeige. Aber das hieß ja, dass ich eine halbe Stunde... Der Kontakt hat doch unmöglich so lange gedauert, oder? Nun, Meister Sabayoth? Sie haben Ihre Mission ausgeführt und 51 Minenmaulwürfe erbeutet. Ausgezeichnet. Und Sie hatten keine Probleme, den Einsatz zu steuern? Eine Zeit lang schienen Sie Schwierigkeiten gehabt zu haben. Ich hatte keine Schwierigkeiten, Großadmiral Thrawn. Ich hatte lediglich ein interessantes Gespräch mit Luke Skywalker. Skywalker ist auf Niklon? Und er hat am Kampf teilgenommen. Skywalker gehört mir. Lösen Sie Ihr Versprechen ein und bringen Sie mich nach Yomark. Gut. Captain Pelion, wir fliegen zum Rendezvous-Punkt und bringen dann Meister Sabayoth nach Yomark. Jawohl, Admiral. Ich hoffe, Sie sind damit zufrieden. Ja. Ich werde mich jetzt ausruhen, Großadmiral Thrawn. Wecken Sie mich, wenn Sie meine Hilfe brauchen. Gewiss. Captain, wir setzen Sabayoth auf Yomark ab. Dann ziehen wir uns auf eine Position zurück, die genau auf Skywalkers Kurs liegt und mindestens 20 Lichtjahre von dem Planeten entfernt ist. Ich verstehe nicht, Sir. Es ist ganz einfach, Captain. Ich möchte unserem großen und glorreichen Jedi-Meister die Illusion nehmen, dass er unentbehrlich ist. Wir warten also, bis Skywalker unseren Kurs kreuzt und nehmen ihn gefangen, bevor er Yomark erreichen kann? Ganz genau. Und wer weiß... Wo Skywalker ist, da ist auch meist der Millennium-Falke nicht weit. Und dann haben wir sie alle. Nein, wenn es eine undichte Stelle gibt, dann nicht hier auf Niklon. Wieso bist du so sicher? Weil kein Kopfgeld auf euch ausgesetzt ist. Wir haben hier zwar jede Menge zwielichtiger Typen, aber denen geht es nur um Profit. Keiner von ihnen würde euch nur so zum Spaß an das Imperium verraten. Außerdem, warum hätten die Imperialen meine Minenbaulwürfe stehlen sollen, wenn sie hinter euch her gewesen wären? Oh, vielleicht aus Schikane. Ich meine, warum sollte überhaupt jemand Minenmaulwürfe stehlen? Genau das ist der Punkt. 51. Das ist fast die Hälfte meines Maschinenparks. Vielleicht wollen sie die Rohstoffversorgung der Neuen Republik unterbrechen. Woher weißt du, dass kein Kopfgeld auf uns ausgesetzt ist? Weil ich sonst davon gehört hätte. Dass ich seriös geworden bin, bedeutet noch lange nicht, dass ich keine Verbindungen mehr habe. Ich sagte doch, dass er Verbindungen hat. Lando, welchen von deinen Kontaktleuten vertraust du? Das hängt davon ab, um was es geht. Um Leas Leben. Wir brauchen einen Ort, wo wir uns verstecken können, bis Akbar herausgefunden hat, woher das Imperium die Informationen bekommt. Lea muss über die Entwicklung auf Coruscant informiert bleiben. Also brauchen wir eine Botschaft, die wir abhören können. Ah, und alle Botschaften arbeiten mit Chiffriercodes. Um chiffrierte Gespräche abzuhören, braucht ihr einen Hacker. Tut mir leid, Han, aber ich kenne keinen Hacker, dem ich so weit vertrauen kann. Der Einzige, der vielleicht in Frage käme, ist ein Schmugglerboss namens Talon Karde. Es ist allgemein bekannt, dass er seine Geschäfte immer korrekt abwickelt. Bist du ihm je begegnet? Einmal. Er kam mir ziemlich abgebrüht vor. Berechnend und verdammt geschäftstüchtig. Ich habe von Karde gehört. Um genau zu sein, ich versuche schon seit Monaten Kontakt mit ihm aufzunehmen. Ich weiß nicht einmal genau, wo sich sein Hauptquartier befindet. Han, ich würde euch gern anbieten, hier zu bleiben, aber wir haben keine Möglichkeit, einen entschlossenen Angriff abzuwehren. Chewie hat einen Vorschlag. Er sagt, dass er dich nach Kashyyyk bringen kann, wenn du willst. Ich hatte bisher den Eindruck, dass die Wookies keine menschlichen Besucher auf ihrem Planeten mögen.
Die Wookies haben die Menschen freundlich empfangen, bis das Imperium über sie herfiel und sie versklavte. Jedenfalls sollte es möglich sein, den Besuch weitgehend geheim zu halten. Klingt gut. Und mit dir hat Lea doppelten Schutz. Chewie meint, dass wir mehr Zeit gewinnen können, wenn ich mich von Lea trenne. Er bringt sie nach Kashyyyk, ich fliege mit dem Falken herum und tue so, als wäre sie noch bei mir. Irgendwie. Du kannst natürlich mein Schiff nehmen, Chewie. Und Han, wenn du Gesellschaft brauchst, komme ich mit dir. Sicher. Nun, entschuldige. Ja? Ich werde mich darum kümmern. Fahren Sie mit der Überwachung fort. Das war die Funkzentrale. Sie haben die Impulse eines auf einer sehr ungewöhnlichen Frequenz arbeitenden Kurzstreckensenders aufgefangen, der sich in diesem Salon zu befinden scheint. Was für eine Art Sender? Wahrscheinlich ist es der hier. Ich dachte, du könntest ihn vielleicht für mich identifizieren. Interessant, sowas habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Zumindest nicht in dieser Form. Wo hast du ihn her? Er lag in einem Sumpf begraben. R2 hat ihn geortet, aber mir nicht sagen können, um was es sich handelt. Erstaunlich, dass er immer noch funktioniert. Was sind das für Impulse, die er abstrahlt? Nur ein Positionssignal. Und die Reichweite ist gering, kleiner als der planetare Radius. Dieses Gerät stammt aus der Zeit der Klonkriege. Es ist eine Art Fernsteuerung, allerdings viel komplizierter. Man braucht dafür ein Schiff mit einem vollautomatischen Navigationssystem. Empfängt ein solches Schiff das Signal, fliegt es automatisch zur Position des Senders und lässt sich dabei selbst von Hindernissen nicht aufhalten. Einige würden sich sogar ihren Weg freikämpfen, wenn sich ihnen feindliche Schiffe entgegenstellen. Du sagst, du hättest den Sender in einem Sumpf gefunden? Ja, auf Dagobah. Dagobah? Der Planet, zu dem der dunkle Jedi von Bipfesh geflohen ist? Genau dieser Planet. Der Sender muss ihm gehört haben. Die Höhle, in der er lag, ist von der dunklen Seite der Macht erfüllt. Wahrscheinlich ist er dort auch gestorben. Hier bist du. Ich musste ein paar Dinge überprüfen. Seid ihr fertig? Die anderen arbeiten noch am Programm. Danach hängt alles von 3PO ab. Der Plan kommt mir ziemlich kompliziert vor. Ich wollte dich fragen, ob du nicht mit mir nach Kashyyyk kommen willst. Ich will dich nicht im Stich lassen, Lea, wirklich nicht. Aber das hier könnte dir und den Zwillingen auf lange Sicht mehr helfen als alles, was ich auf Kashyyyk für dich tun könnte. Kannst du mir wenigstens verraten, wohin du willst? Es geht um einen anderen Jedi. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Luke, du bist der letzte Jedi. Yoda hat es dir doch vor seinem Tod gesagt. Aber inzwischen glaube ich, dass er sich geirrt hat. Geirrt? Du musst das für dich behalten. Und ich meine wirklich, für dich. Du darfst nicht einmal Han oder Lando davon erzählen, sofern es nicht unbedingt nötig wird. Sie können einem Verhör nicht so widerstehen wie du. Ich verstehe. Yodas Versteck lag auf Dagobah. Praktisch direkt neben der Höhle der dunklen Seite, in der ich diesen Sender gefunden habe. Das ist also aus dem abtrünnigen dunklen Jedi geworden. Yoda muss ihn... besiegt haben. Und das könnte auch erklären, warum in der Höhle die dunkle Seite so stark ist. Aber es erklärt nicht, warum sich Yoda entschlossen hat, dort zu bleiben. Die Höhle hat ihn abgeschirmt. Ähnlich wie bei dicht beieinanderliegenden positiven und negativen elektrischen Ladungen. Für einen entfernten Beobachter sind sie nicht zu erkennen. Ich glaube, das ist es. Und wenn das wirklich der Grund dafür ist, dass Meister Yoda unentdeckt blieb, dann gibt es keinen Grund, warum sich ein anderer Jedi nicht desselben Tricks bedient haben könnte. Aber ich glaube nicht, dass die Gerüchte über diesen Sabayoth genug Substanz haben, um eine groß angelegte Suchaktion zu rechtfertigen. Was für Gerüchte? Angeblich ist ein Jedi-Meister namens Jorus Sabayoth aufgetaucht, nachdem er sich jahrzehntelang versteckt hat. Du hast nichts davon gehört? Nein. Aber woher... Jemand hat mich gerufen, Lea. Während der Schlacht. Mit seinen Gedanken, wie es nur ein Jedi kann. Ich glaube es einfach nicht. Wo hätte sich jemand mit Sabayoths Macht so lange verstecken können? Und warum? Das Warum weiß ich nicht. Was das Wo betrifft, danach suche ich. Einen Ort, wo ein dunkler Jedi gestorben ist. Geht aus den Gerüchten hervor, wo sich Sabayoth jetzt aufhält? Es könnte eine Falle der Imperialen sein. Die Person, die dich gerufen hat, könnte ebenso gut ein dunkler Jedi sein. Und dieses Gerücht über diesen Sabayoth ist nur ein Köder. Vergiss nicht, dass Yoda sie nicht mitgezählt hat. Vader und der Imperator lebten noch, als er sagte, dass du der letzte Jedi bist. Es könnte wirklich nur ein Gerücht sein. Aber wenn nicht? Er ist auf Yomark,
zumindest den Gerüchten zufolge, die Wedge gehört hat. Master Luke, bitte, bitte sagen Sie General Calrissian, dass das, was er vorhat, eine ernste Gefahr für meine Primärprogrammierung darstellt. Keine Angst, 3PO. Lando und seine Leute werden schon dafür sorgen, dass dir nichts zustößt. Um offen zu sein, 3PO, handelt es sich hierbei um die Perfektionierung deiner Primärprogrammierung. Ich meine, es ist doch die Aufgabe eines Übersetzungsdruiden, für die Person zu sprechen, für die er übersetzt. Aber Sir... Wir sind bereit. Noch einen Moment. In Ordnung. Sag was, 3PO. Du liebe Zeit. Das ist es. Der perfekte Köder für die perfekte Dame. Klingt gut. Sind wir jetzt fertig? Bis zur Ankunft des Schildschiffs habe ich alles erledigt. Wir treffen uns am Schiff, Lando. Komm, Leia. Wir müssen zum Falken. Es wird alles gut, Han. Chewie und die anderen Wookies werden sich schon um mich kümmern. Das sollten sie auch. Sie sind weg. Und was machen wir jetzt? Nun, zunächst sollte 3PO Verbindung mit Coruscant aufnehmen, damit jeder Imperiale, der zufälligerweise mithört, den Eindruck bekommt, dass Leia an Bord ist. Dann könnten wir das System wechseln und eine weitere Botschaft schicken. Und dann sollten wir auf eine kleine Besichtigungstour gehen. Eine Besichtigungstour? Was sollen wir denn besichtigen? Du hast doch erwähnt, dass es dir nicht gelungen ist, Kontakt mit Talon Karde aufzunehmen. Ich dachte, wir sollten es noch einmal probieren. Meinst du das ernst? Warum nicht? Du brauchst Frachtschiffe, einen Hacker und vielleicht weiß Karde etwas über diesen mysteriösen imperialen Commander, der dich seit einiger Zeit zum Rotieren bringt. Weißt du, wie du Kontakt mit Karde aufnehmen kannst? Ich weiß, wie ich an seine Leute herankomme. Und solange wir 3PO mit seinen millionenfachen Sprachkenntnissen an Bord haben, könnten wir versuchen, neue Kontakte herzustellen. In Ordnung. Hoffentlich kommt uns dabei kein Sternzerstörer in die Quere. Richtig. Die Imperialen dürfen auf keinen Fall auf Karde aufmerksam werden. Wir haben ohnehin schon genug Feinde. Sie haben etwas für mich? Jawohl, Sir. Eine unserer Sonden in den Außenbereichen des Atega-Systems hat Skywalker entdeckt. Und seine Gefährten. Sehen Sie. Interessant. Wirklich interessant. Was ist das für ein drittes Schiff, das an die Heckschleuse des Millennium-Falken anlegt? Wir haben es inzwischen als die Glücksdame identifiziert. Administrator Lando Calrissians Privatschiff. Eine andere Sonde hat einen Funkspruch aufgefangen, aus dem hervorgeht, dass sich Calrissian auf Geschäftsreise begeben hat. Achten Sie auf Ihre Strategie, Captain. Captain Solo und seine Frau und wahrscheinlich der Wookiee Chewbacca sind auf Niklorn an Bord Ihres Schiffes gegangen, während Calrissian seines bestiegen hat. Sie fliegen in die Außenbereiche des Atega-Systems und wechseln die Schiffe. Aber wir haben... Still. Sehen Sie auf das Display, da. Die beiden Schiffe trennen sich wieder voneinander. 4 Minuten und 53 Sekunden. Sie hatten es natürlich eilig, fühlten sich bei diesem Manöver verwundbar. Was bedeutet? 3 Personen. 3 Personen sind von einem Schiff aufs andere umgestiegen. Entweder in die eine oder die andere Richtung. Ja, Sir. Zumindest wissen wir, dass Leia Organa Solo auf dem Millennium-Falken geblieben ist. Wissen wir das? Wissen wir das wirklich? Ich glaube schon, Sir, ja. Kurz nach dem Abflug der Glücksdame und Skywalkers X-Flügler haben wir einen Funkspruch von ihr aufgefangen, der definitiv vom Millennium-Falken kam. Eine Aufzeichnung? Nein, dafür sind Sie zu schlau. Ein Droide? Mit derselben Stimmfrequenz? Wahrscheinlich Skywalkers 3PO-Protokoll-Droide. Sehen Sie, Leia Organa Solo war eine der beiden Personen, die mit der Glücksdame das System verlassen haben. Ich verstehe nicht. Beim Start waren 3 Personen an Bord des Millennium-Falken, eine an Bord der Glücksdame. Dann haben 3 Personen die Schiffe gewechselt. Aber weder Solo noch Calrissian würden je ihr Schiff dem zweifelhaften Kommando eines Computers oder Droiden unterstellen. Demnach muss sich auf jedem Schiff mindestens eine Person befinden. Sie können mir folgen? Jawohl, Sir. Aber das verrät uns nicht, welche. Geduld, Captain. Glücklicherweise wissen wir, dass 3 Personen umgestiegen sind, was nur 2 mögliche Kombinationen zulässt. Entweder sind Solo und Organa Solo oder Organa Solo und der Wookiee an Bord der Glücksdame. Und dank der Funküberwachung wissen wir bereits, dass der Droide auf dem Millennium-Falken geblieben ist. Soll ich die Glücksdame überwachen lassen? Das wird nicht nötig sein. Ich kenne Leia Organa Solos Ziel.
Sie scherzen, Sir. Ich scherze nicht, Captain. Überlegen Sie. Solo und Organa Solo haben durch den Umstieg auf die Glücksdame nichts zu gewinnen. Der Millennium-Falke ist schneller und besser bewaffnet. Diese Übung ergibt nur einen Sinn, wenn Organa Solo und der Wookie zusammen sind. Und wenn wir davon ausgehen, kann es für sie nur ein logisches Ziel geben. Kashyyyk? Kashyyyk. Sie wissen, dass sie unseren Nogri auf Dauer nicht entkommen können. Und sie haben den Entschluss gefasst, sie in die Obhut der Wookies zu geben. Aber das wird ihnen nichts nützen. Es wird nicht einfach sein. Kashyyyks Ökologie ist eine einzige Todesfalle. Und die Wookies sind hervorragende Kämpfer. Das sind die Nogri auch. Was ist mit Skywalker? Er hat das Atega-System mit Kurs auf Yomark verlassen. Dann brechen wir sofort nach Yomark auf. Wie groß ist unser Zeitvorsprung? Mindestens 4 Tage. Außerdem hängt es von der Zahl seiner Zwischenstationen ab. Er wird keine Zwischenstation einlegen. Bei derart langen Flügen versetzen sich Jedi in Tiefschlaftrance. Doch für unsere Zwecke reichen 4 Tage völlig aus. Ja, Sir. Wenn wir Skywalker aus dem Hyperraum holen, müssen wir den Angriff zufällig erscheinen lassen. Zufällig? Und wie? Ich habe da bereits einen Plan, Captain. Schon gut, R2. Ich bin wach. Was? Warum haben wir den Hyperraum fast 20 Lichtjahre vor Yomark verlassen? Ah, 2 Schiffe. Direkt vor uns. Ein leichter Frachter, ziemlich lädiert. Und das andere Schiff wird vom Frachter verdeckt. Ja, 1 drittes Schiff. Aber es ist noch weiter entfernt. Mal sehen, was... Ein imperialer Sternzerstörer. Ja, sicher eine Kontrolle. Vielleicht haben sie uns noch nicht bemerkt. Lass uns von hier verschwinden, R2. Schnell! Unidentifizierter Sternjäger. Hier ist der imperiale Sternzerstörer Chimäre. Ich verstehe nur nicht. Der Frachter ist völlig leer. Vielleicht haben sie die Crew schon gefangen genommen. Ja, das 3. Schiff ist ein Abfangkreuzer. R2, wo ist der Rand des Gravitationskegels? R2, wie weit ist der Rand entfernt? Identifizierter Sternjäger, ich wiederhole. So weit? Dann haben wir keine andere Wahl. Halt dich fest! Nein, fahr die Deflektorschilde nicht hoch. Wir brauchen die Energie. Haben Sie ihn? Er ist schnell, aber immer noch in Reichweite der Traktorstrahlen. Es dauert nur noch wenige Sekunden, Sir. Gut, fahren Sie fort. Kein Lebenszeichen an Bord des Frachters. R2, ich brauche eine schnelle Umprogrammierung eines Protonentorpedos. Kurs Zero Delta V. Dann eine Drehung um 180 Grad und Kurs Hard Achtern. Keine Sensoren oder Zielsucher. Ich will ihn kalt rausschicken. Was macht er denn jetzt? Wann haben Sie ihn? Gleich. Achtung, Torpedo los! Keine Sorge, ich korrigiere den Kurs. Gut so. Jetzt! Aber... Was ist passiert? Er hat den Frachter gesprengt. Gut. Wenn die Trümmer den Traktorstrahl noch für ein paar Sekunden ablenken, schaffen wir es. Ich weiß, der Abfangkreuzer richtet seine Gravitationsfeldprojektoren auf uns. Halt dich fest, R2. Ruhig, R2. Ich weiß, was ich tue. Eröffnen Sie das Feuer. Deflektoren hochfahren, R2. Drehung um 90 Grad. Was ist los? Er hat eine Kursänderung gemacht. Fertig für den Sprung in die Lichtgeschwindigkeit, egal in welche Richtung. Wir machen nur einen kurzen Hüpfer und berechnen dann den neuen Kurs. Ja, Traktorstrahl, Sie haben uns. Aber noch kreisen wir am Rand des Gravitationskegels. Erst wenn uns der 2. Traktorstrahl erfasst, solange haben Sie unsere Flugbahn noch nicht stabilisiert. Er trudelt. Keine Sorge, der 2. Traktorstrahl wird ihn jeden Moment fixieren. R2, wir probieren es mit einem Trick. Auf mein Zeichen schaltest du die Andruckabsorber auf Umkehrschub. Volle Kraft und alle Sicherungen raus. Protonentorpedos bereit machen. Ich weiß, dass es gefährlich ist, aber noch hat uns der 2. Strahl nicht. Warte, bis wir noch dichter am Rand des Gravitationskegels sind. Achtung, R2, jetzt! Torpedos raus! Sie ziehen die Torpedos rein. Wir sind frei. Fertig machen für die Lichtgeschwindigkeit. Ich sehe es. Sie wollen uns vernichten. Treffer Achtern. R2, halt dich bereit. Wir haben den Gravitationsschatten verlassen. Los!
Ihr Name? Chris Peterson, Sir. Sie waren für die Bedienung des Traktorstrahls während unserer Auseinandersetzung mit dem Sternjäger verantwortlich. Jawohl, Sir. Aber was passiert ist, war nicht meine Schuld. Erklären Sie. Das Ziel hat irgendetwas mit seinen Andruckabsorbern angestellt und so seinen Geschwindigkeitsvektor verändert. Ich bin mit den Tatsachen vertraut. Ich will hören, warum seine Flucht nicht Ihre Schuld war. Für einen derartigen Zwischenfall bin ich nie ausgebildet worden, Sir. Der Computer hatte das Ziel verloren, schien es aber im nächsten Moment wieder lokalisiert zu haben. Ich merkte erst, dass es etwas anderes war als... Als die Protonentorpedos am Projektor detonierten? Jawohl, Sir. Wer ist Ihr Offizier? Fähnrich Kolkloser, Sir. Sie sind der Vorgesetzte dieses Mannes? Jawohl, Sir. Für seine Ausbildung waren Sie ebenfalls verantwortlich? Jawohl, Sir. Haben Sie während der Ausbildung auch Zwischenfälle wie diesen hier geübt? Ich weiß es nicht, Sir. Die Standardausbildung umfasst auch derartige Zwischenfälle. Haben Sie ihn rekrutiert, Fähnrich? Nein, Sir. Er wurde eingezogen. Bedeutet das, dass Sie Freiwillige gründlicher ausbilden als Wehrpflichtige? Nein, Sir. Ich habe mich immer bemüht, meine Untergebenen gleich zu behandeln. Ich verstehe. Rook, zu mir. Warte einen Moment. Kennen Sie den Unterschied zwischen einem Fehler und schuldhaftem Versagen, Fähnrich? Nein, Sir. Jeder kann einen Fehler machen, Fähnrich. Aber der Fehler wird nur dann zu einem schuldhaften Versagen, wenn man sich weigert, ihn zu berichtigen. Rook, erledige ihn. Was? Aber... Schaff das weg. Ja, Sir. Der Fehler, Fähnrich, ist berichtigt worden. Sie können jetzt mit der Ausbildung eines Ersatzmanns beginnen. Jawohl, Sir. Captain? Ja, Sir? Ich brauche eine vollständige taktische und technische Analyse der letzten Sekunden dieses Zwischenfalls. Vor allem bin ich an seinem Lichtgeschwindigkeitsvektor interessiert. Ich habe bereits alles hier, Sir. Auf diesem Datenblock. Danke. Kommen Sie, Captain. Wir kriegen ihn schon, Captain. Es wird nicht mehr lange dauern. Jawohl, Sir. Ich bin überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Sie missverstehen mich. Ich meinte es wirklich so. Er ist jetzt dort draußen, nicht weit von uns entfernt. Und er ist hilflos. Ich verstehe nicht, Sir. Das von ihm benutzte Manöver hat interessante Nebenwirkungen, von denen er, wie ich vermute, nichts wusste. Die Andruckabsorber auf Umkehrschub zu schalten, führt zu ernsten Schäden am Hyperantrieb. Noch ein Lichtjahr und er wird endgültig ausfallen. Wir müssen nur entlang dieses Vektors suchen oder andere dazu bringen, ihn für uns zu suchen. Und er gehört uns. Können Sie mir folgen? Jawohl, Sir. Soll ich den Rest der Flotte alarmieren? Die Vorbereitungen für den Angriff aufs Louis Vuitton haben im Moment oberste Priorität. Nein, ich denke, wir überlassen dieses Problem anderen. Schicken Sie Botschaften an alle wichtigen Schmugglerbosse, deren Banden in diesem Gebiet operieren. Bresk, Karde, Parter oder wer sonst noch in Frage kommt. Benutzen Sie Ihre Privatfrequenzen und Chiffriercodes. Sie daran zu erinnern, wie viel wir über jeden von Ihnen wissen, sollte Ihre Kooperation gewährleisten. Geben Sie ihnen Skywalkers Hyperraumvektor und bieten Sie ihnen eine Belohnung von 30.000 für seine Ergreifung an. Jawohl, Sir. Sir, wenn Sie wussten, dass Skywalkers Flucht nur vorübergehend war... Das Imperium befindet sich im Krieg, Captain. Wir können uns den Luxus von Männern mit beschränktem Verstand, die unfähig sind, sich veränderten Situationen anzupassen, nicht leisten. Führen Sie Ihre Befehle aus, Captain. Skywalker gehört uns. Lebendig oder tot. Ende des zweiten Teils.